KI tönt es ja schon seit geraumer Zeit aus allen Ecken und manche sind da von Anfang an dabei, völlig begeistert und andere können es nicht mehr hören oder sind super skeptisch. Aber vor allem wissen eben ganz viele nicht, wie und wo KI derzeit bereits schon wirklich sinnvoll einzusetzen ist. Und wie der Gebrauch von KI vor allem in der Ferienhotellerie große Unterschiede im Betrieb machen kann. Und genau deswegen sind wir heute hier und sprechen mit Anna Wiesler, Matthias Trinkwalder und Julian Leitner über dieses Thema. Ich würde euch mal ganz kurz vorstellen. Anna, du bist Juniorchefin des Seehotel Wiesler am Titisee und treibst da ordentlich das Ding in Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit voran. Du hast einen Bachelor in Unternehmensführung, Ausbildung zur Hotelkauffrau, arbeitest seit 2020 im elterlichen Betrieb und bist nebenbei noch unterrichtest du am IST. Und du wurdest 2024, herzlichen Glückwunsch, mit dem Deutschen Hotel-Nachwuchspreis ausgezeichnet. Dann haben wir den Matthias Trinkwalder, Geschäftsführer und Co-Founder der Revenue Management Software Rateboard. Nach dem Studium in Innsbruck hast du zahlreiche Erfahrungen im Investment und Entrepreneurship und Hospitality gesammelt. Und bei Rateboard bist du für die Bereiche Business Development und Vertrieb verantwortlich. War schön, dass du heute da bist. Und last but not least, Julian Leitner, Gründer und CEO von Smart Host, aufgewachsen in der Südtiroler Hotellerie, hat bei Zalando in Australien oder hat Zalando in Australien und Südostasien aufgebaut und darauf aufbauend Smart Host gegründet. Und Julian, du möchtest Vermarktungslogik des E-Commerce auf die Hotellerie übertragen und Smart Host hilft heute Hoteliers dabei, mit ihren Gästen besser zu kommunizieren. Julian, bleiben wir mal gleich bei dir. Ist KI in deinem Alltag, ist das ein Ding? Also fällt dir das überhaupt noch auf oder lebst du lieber KI-frei? Wie ist es? Ja, danke für die Vorstellung und die Eingangsfrage, Mara. Ich glaube, die allermeisten Leute, die von sich behaupten, sie würden KI-frei leben, haben einfach nicht verstanden, wo KI bereits überall integriert ist. Deswegen, selbst wenn man es möchte, glaube ich, ist es sehr schwierig, sich zu ducken, KI auszubrechen. Und ich glaube, das ist ein schöner Einstieg. Generell, KI ist spätestens seit ChatGPT, also seit gut 1,5 Jahren, ein Hype. Was ich aber an der ganzen Thematik spannend finde, ist, dass Bild, das wir von KI haben, das wurde schon sehr, sehr viel früher geprägt. Das wurde geprägt durch Filme, durch Bücher, durch Serien und ganz egal, ob KI für uns bedrohlich ist wie der Terminator oder hilfsbereit wie C3PO, auf jeden Fall nehmen wir KI als etwas Übermenschliches wahr. Unsere Wahrnehmung, trotz der bescheidenen Erfahrungen, die jeder von uns wahrscheinlich schon mit Siri und Co. gesammelt hat, ist, dass KI eine sehr, sehr leistungsfähige, aber potenziell eben auch unkontrollierbare Technik ist. Und im öffentlichen Diskurs, da wird vor allem häufig die potenziell apokalyptische Seite von KI hervorgehoben. KI kann zu einem großflächigen Arbeitsplatzverlust führen. Wir sprechen über alles kontrollierende Super-KIs und manche treiben die Diskussion an die Spitze und sprechen von der kompletten Auslöschung der Menschheit, wenn wir KI nicht kontrollieren. Ich finde auch noch spannend, dass wir häufig KI ein bisschen wie ein Spiegelbild unserer eigenen Vorstellungen nutzen. Wir übertragen das, was wir unter freien Willen verstehen, das, was wir unter menschlicher Intelligenz verstehen, auf künstliche Intelligenz. Viel weniger präsent in der öffentlichen Diskussion zumindest sind mögliche Erleichterungen, die KI für uns schaffen kann, oder Sprunginnovationen, die von KI ausgehen können. Und ich glaube, was ich betonen möchte, ist, dass der Diskurs, den wir über KI führen, vor allem vom Großen geprägt ist. Und vielen von uns ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, wie tief KI bereits heute Einzug in unser Leben gefunden hat. Und zwar völlig egal, ob wir im Alltag KI vielleicht oder per Handy eine schnelle Telefonanweisung während der Autofahrt erteilen. Ob wir unser
Mobiltelefon per Face-ID entsperren, ob wir beim Kochen eine Eieruhr mit Alexa setzen, ob wir am Handy surfen und auf Amazon, Netflix oder Instagram personalisierte Empfehlungen angezeigt bekommen. Wir werden vielleicht auch bemerkt haben, dass die Fotos, die wir mit Handys schießen, in den letzten Jahren immer besser geworden sind. Und viele von uns haben auch schon sehr nervige Erfahrungen mit verschiedenen Chatbots aus dem Kundenservice-Bereich gemacht. All das sind Touchpunkte, die wir bereits heute mit KI haben. Wir stehen sicherlich am Anfang des KI-Zeitalters, aber im Schnitt, in unseren Breiten, hat jeder von uns pro Tag bereits 30 bis 50 Kontaktmomente mit KI und KI-verbundenen Technologien. Meist ohne, dass wir konkret wahrnehmen, dass da irgendeine Form von künstlicher Intelligenz die Finger im Spiel hat. Und das liegt daran, dass gut gemachte KI so tief integriert ist, dass wir das gar nicht merken. Und genauso wie KI unseren Alltag bereits heute beeinflusst, bin ich sehr davon überzeugt, dass KI auch das Gastgeben revolutionieren wird und sehr viele Bereiche davon betroffen sind. Anna, du hast gerade den Hotel-Nachwuchspreis gewonnen. Wirst du künftig überhaupt noch Gastgeberin sein oder wird dich KI da direkt ersetzen? Ja, das ist eine interessante Frage. Die habe ich mir natürlich auch schon gestellt. Nee, Spaß. Also ich glaube, wenn man sich tiefer mit dem Thema befasst, dann merkt man schon, dass KI eine richtig gute Hilfe sein kann. Aber am Ende kann es einen Menschen, denke ich, nicht ersetzen. Gerade bei uns, wir sind in der Ferienhotellerie. Das heißt, die Gäste, die zu uns kommen, kommen unter anderem auch, weil sie den persönlichen Kontakt mögen, weil sie in einem Hotel betreut werden wollen von mir und meiner Familie als Gastgeber, von unseren Mitarbeitenden als quasi Servicekräfte. Und ich habe bei uns gemerkt, eben seit 4 Jahren bin ich auf dem Weg der Digitalisierung bei uns und zunehmend jetzt natürlich auch KI-Tools. Und was wir vor allem an der Rezeption und in der Reservierung gemerkt haben, ist, dass durch KI uns Arbeit abgenommen wird. Also wir konnten die Arbeitsprozesse vereinfachen, wir konnten Fehler teilweise eliminieren, weil die KI einfach da bestimmte Sachen übernimmt. Und haben so noch mehr Zeit für die Gäste. Und das ist wirklich eine Entwicklung, die finde ich cool, weil am Ende kommen auch Mitarbeitende zu uns in die Hotellerie. Wenn man die fragt, warum willst du Hotelfach lernen, ist meistens die Antwort, ja, ich möchte was mit Menschen sein einfach da mit Menschen zusammen sein, die Gäste betreuen. Und die wenigsten möchten das, weil sie 8 Stunden am PC sitzen und irgendwelche Daten eingeben. Und da finde ich, ist KI eine ganz coole Entwicklung in der Hotellerie, wo wir mehr Zeit für das haben, weshalb wir eigentlich in der Hotellerie arbeiten. Und um deine Frage zu beantworten, deswegen glaube ich nicht, dass man Menschen damit ersetzen kann. Eine sehr schöne Antwort, Anna. Und ich glaube, das ist gerade der Punkt. KI wird uns als Mensch nicht ersetzen. Aber wir werden ersetzt werden von Menschen, die wissen, wie man KI einsetzen kann. Und darum soll es eigentlich gehen. KI als Unterstützung für das, was wir tun, als eine Technologie, die uns das hilft, was es speziell in der Hotellerie eben ausmacht, gute Gastgeber zu sein. Matthias, wie können Hotels KI bereits nutzen? Was gibt es da schon im Einsatz? Danke, Julian, für den guten Übergang. Wir haben uns natürlich auch intern Gedanken gemacht und ich finde, wie besprochen, das Webinar hat so großen Anklang gefunden, weil man einfach ein bisschen Aufklärungsbedarf zum Thema hat. Rateboard-seitig, was sind Inputs, die wir mit Smart Host ausgearbeitet haben, wo man KI schon nutzt? Das ist natürlich zum einen die gesamte Gästekommunikation kennen wir alle schon. Dienstleistungen automatisiert bestellen, Zimmer-Upgrades automatisch upsellen, je nach Gästetyp, wo man natürlich auch viele Daten verarbeitet im Hintergrund. Dann der ganze Block Revenue Management, also Umsatzmanagement, Nachfrage besser verstehen im Hotel, rechtzeitig reagieren und im Prinzip Umsätze und Profite langfristig optimieren. Schauen wir uns danach gerne im Detail an. Personalisierte Gästebetreuung, auch ein Part, der vor 10, 15 Jahren niemals in dem Ausmaß möglich war wie heute. Stichwort Personalisierung geht
viel, viel weiter wie noch vor einiger Zeit. Optimierung des Betriebes vom Checkout über weitere smarte Technologien wie zum Beispiel automatisierte Steuerung des gesamten Energiemanagements im Betrieb, Feedback-Management, Marketing und Vertrieb bis hin zu Hardware, die natürlich auch mit KI im Einsatz gepaart ist, wie zum Beispiel Service-Roboter. Also wir sehen, es kann gerade in einem Bereich, in einer Branche, wo Fachkräfte ein sehr, sehr rar geworden sind, sehr schwer auffindbar sind, ein idealer Part sein, eine helfende Hand, um den Betrieb zu optimieren und die Zeit, in den Gast investieren zu können. Matthias, was macht ihr als RedBot konkret im Revenue-Management-Bereich? Ja, wir nutzen KI natürlich vor allem im Bereich Forecasting. Schauen wir uns gleich gemeinsam an und hilft uns natürlich extrem mit dabei, diese Vielzahl an Daten zu verarbeiten. Also der erste Part, die Vorteile von KI im Revenue Management sind definitiv, dass man einfach datengetriebene Entscheidungen treffen kann. Und diese gesamten Datensilos, die kann man mittlerweile gut vereinheitlichen. Also hier sprechen wir davon, dass wir früher im Prinzip nur interne Daten berechnet haben im Revenue Management noch vor 20, 30 Jahren. Also wie ist mein Pickup, wie ist meine Auslastung? Und dann hat man Entscheidungen für die Zukunft getroffen auf Basis historischer Daten. Und die Daten gingen oft 5 bis 10 Jahre in die Vergangenheit, weil natürlich alles viel replizierbar war und wir noch nicht diese immense Geschwindigkeit hatten in den Buchungszyklen. Jetzt, was passiert heute? Man holt sich viel mehr Datenströme. Wie ist die Marktnachfrage in der Destination? Wie sind die Bewertungen meines Hotels, aber auch meiner Konkurrenzbetriebe? Wie ist die Stornoquote in der Destination? Also ganz viele externe Daten fließen mit ein, werden verarbeitet und führen zu schnelleren und besseren Entscheidungen. Führt natürlich dazu, dass die Geschwindigkeit eine ganz andere mittlerweile ist. Wir sagen da immer, die Geschwindigkeit des Buchungsverhaltens, also vom Gast, die hat sich mindestens verzehnfacht innerhalb von 10 Jahren. Selbiges muss natürlich auch im Hotel stattfinden, sodass man rechtzeitig entscheiden kann. Reduzierung von Voreingenommenheit, das heißt, diese Bauchentscheidungen werden immer weniger, weil einfach die künstliche Intelligenz dabei hilft, Daten intelligent aufzuzeigen und dann die Entscheidung zu treffen auf Basis von Daten und nicht auf Basis von Bauchentscheidungen. Ja, das war vor 2 Jahren doch ähnlich. Schlussendlich führen die gesamten Prozesse und Automatisierungen zu langfristigen Umsatzwachstum und Kostensenkung im gesamten Hotelbetrieb. Also das sind im Prinzip die 4 Bausteine. Jetzt kann man sich als Hotelier, der heute teilnimmt, hier natürlich noch nichts ganz Konkretes vorstellen. Deshalb haben wir gesagt, lass uns einfach einen Part von RateBot heute mal im Detail aufzeigen und lasst uns mal beispielhaft die Vorteile von KI live betrachten. Also wenn wir uns vorstellen, wir sind dabei, unser Pricing für nächstes Jahr zu machen. Und wir würden das händisch machen, würden uns da viele Daten anschauen. Das würde Tage dauern und man hat natürlich nur einen Stichtag. Hier sieht man jetzt, wie RateBot einen Forecast berechnet. Also das war jetzt ein Klick, das sind Millisekunden. Und jeder einzelne Tag, 360 Tage in die Zukunft, wird vom System mit Hilfe von künstlicher Intelligenz neu bewertet. Wir sehen dann hier im Prinzip beispielhaft, wenn wir uns einen Tag anschauen wollen, was passiert zum Beispiel an einem Stichtag, wo ich gerade eine Entscheidung treffen muss. Hier zum Beispiel Ende April, da kommt die Info, da sind Osterferien, finden hier statt. RateBot macht für jeden einzelnen Tag eine Nachfrageschätzung, gibt bereits eine Empfehlung, mit welcher Preisstufe ich starten soll, also was sind meine Abpreise in dem Zeitraum. Aber ich glaube, das wirklich Spannende dabei ist,
Diese Berechnungen finden konstant und live statt. Das bedeutet nicht einmal fürs nächste Jahr, sondern täglich für 360 Tage in die Zukunft. Sobald eine Änderung am Markt stattfindet, sobald ein Event, ein Konzert, eine Messe, was auch immer eintritt, berechnet Trade-Bot diesen Forecast neu, schaut sich interne Daten an, aber auch externe Daten. Und gibt eine Empfehlung, mit welchem Abpreis man zum Beispiel jetzt im August 25 starten soll. Also ich sage mal, diese Genauigkeit, diese Details, die man mittlerweile mit künstlicher Intelligenz erzeugen kann. Viel Spaß, wenn man das mit Excel macht oder aus dem Bauch heraus. Also das ist nahezu unmöglich. Sowas konstant zu machen. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, mit Anna zusammenzuarbeiten. Und vielleicht, Anna, kannst du mal beschreiben, auch aus deiner Zeit, wenn du im Hotel oder im Betrieb gestartet bist oder mit deinen Eltern sprichst, was hat sich so getan in den Preislisten eines Ferienhotels in den letzten Jahren? Ja, ich meine, mit Corona hat es ein bisschen angefangen, dass die Nachfrage einfach nicht mehr so planbar war wie vorher. Wir haben bei uns tatsächlich zwei witzige Gegenteile. Also wir haben unser Hotel, was man auch hier im Hintergrund sieht, und mein Cousin hat ein zweites Hotel, wo ich mit Digitalisierung geholfen habe. Und bei uns in der Ferienhotellerie ist der Preis halt nicht einfach ein Preis, weil da hängt sehr viel noch mit hinten dran. Wir haben, wie man hier sieht, Wellnessbereich. Das heißt, wir haben eine Beauty-Abteilung, wo die Gäste Massagen buchen. Wir haben ein Restaurant, wo die Gäste auch Umsatz machen, Halbpension dazu buchen. Und man spricht hier beim Revenue Management immer so von 80%, aber den gleichen Umsatz so. Und das ist in der Praxis tatsächlich ein bisschen schwierig. Bei uns im Hotel habe ich eben auch gemerkt, wir haben eine recht gleichbleibende Auslastung, was uns halt natürlich dann auch hilft in den anderen Abteilungen mit den Dienstplänen. Alle unsere Mitarbeiter zum Beispiel haben eine gleichbleibende 5-Tage-Woche, weil das einfach bei uns planbar ist. Und das hängt halt auch viel mit dem Revenue Management zusammen. Und in dem zweiten Hotel, wo ich angefangen habe, Rateboard auch zu implementieren, haben wir dadurch auch schnell gemerkt, dass wir so die Nachfragespitzen auch ein bisschen entzerren können. Und da kann man eben damit auch aktiv gegensteuern, dass es eben planbar ist. Und vor allem auch am Ende vom Tag brauchen wir Gäste bei uns im Haus, weil wir nicht einfach nur Übernachtungen verkaufen, sondern eben Wellness und Spa und auch Restaurant mit dabei haben. Und das vergisst man manchmal, wenn man einfach nur die Preise für die Übernachtung macht, dass da eben noch mehr hinten dran steckt. Und da hilft es natürlich, wenn man da eben Trends schon sieht und da rechtzeitig darauf reagieren kann. Wenn ich da einhaken darf, natürlich gibt es auch im Bereich des CRM verschiedene Anwendungsbereiche von künstlicher Intelligenz. CRM ist im Kern nichts anderes als ein System, um persönlicher mit seinen Gästen zu kommunizieren. Und Personalisierung braucht immer Daten. Und deshalb ist der CRM-Bereich ein Bereich, wo bereits heute recht viel mit KI und mit KI verbundenen Technologien wie maschinellem Lernen gemacht wird. Start sind Daten über meine Gäste. Daten, die häufig über verschiedene Systeme verteilt sind, die nicht einfach zugänglich sind, meist auch nicht in der besten Qualität vorliegen, Stichwort Dubletten und so weiter und so fort. Ein CRM macht als erstes eine Datenbereinigung. Da werden Daten aus den verschiedenen Quellen zusammengefasst, gereinigt, interpretiert, sodass ich einen sauberen Ausgangspunkt habe. Und dieser saubere Ausgangspunkt ermöglicht dann den Rest. Zum einen eben Arbeitserleichterungen, indem gewisse Abläufe automatisiert werden. Das geht los mit konkreten Vorschlägen, die mir ein CRM-System unterbreitet. Wann soll ich mit welchen Gästen kommunizieren? Setzt sich fort, dass Gäste, die vielleicht schon gebucht haben, eben nicht angesprochen werden. Ich habe automatisierte Kommunikation, wie zum Beispiel Follow-ups oder andere Formen von Autokampagnen, sodass da einfach eine große Arbeitserleichterung geschaffen wird. Ein konkretes Beispiel wollte ich in unserem heutigen Webinar zeigen, nämlich wie denn generative künstliche Intelligenz, also
künstliche Intelligenz, die etwas Neues schafft, in CRMs genutzt werden kann. Und da sind die zwei großen Stichwörter einmal Inhaltserstellung, Content-Erstellung und zum anderen eben Übersetzung. Die allermeisten von uns kommunizieren ja nicht nur in einer Sprache, sondern in der Sprache der jeweiligen Gäste. Und da habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht. Was wir hier sehen, ist ein E-Mail-Template mit einem Standardtext, Lorem Ipsum. Was ich jetzt machen kann, ich kann dem Computer sagen, schreib etwas für mich. In dem Fall sage ich, wir sitzen zusammen in einem Webinar und wir suchen 5 gute Gründe, warum man KI zur Texterstellung in Newslettern verwenden sollte. Ich kann dem Computer sogar sagen, welchen Stil er anwenden soll. Ich klicke auf Schreiben und es wird Inhalt generiert. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie ein Input, den ich in natürlicher Sprache geben kann, zu einem konkreten Inhalt führt. Neben dem Beispiel, das wir hier jetzt explizit für das Webinar haben, ist das natürlich super nützlich, wenn ich zum Beispiel Newsletter-Kommunikation betreibe. Ich kann künstlicher Intelligenz genau sagen, was ich machen möchte. Je genauer die Anweisung ist, die ich schreibe, desto besser wird der Output sein. Wenn mir der Output nicht gefällt, dann kann ich ihn einfach neu schreiben lassen, wie ich hier sehe. Und ich sehe, dass künstliche Intelligenz etwas Neues schafft, konkreten Inhalt. Ein weiteres super Einwendungsbeispiel sind zum Beispiel Betreffzeilen. Wir tun uns immer schwer damit, einen schönen, knackigen Betreff zu nutzen. Und auch hierfür kann ich wunderbar künstliche Intelligenz nutzen. Ich sage der künstlichen Intelligenz, schreibe mir einen knackigen Betreff zu diesem Inhalt und auf Knopfdruck habe ich bereits Vorschläge, wie der Titel ausschauen soll. Der Newsletter ist fertig erstellt und wie man sehen kann, auf Knopfdruck füge ich beliebige weitere Sprachen hinzu. Das geht innerhalb von Millisekunden. Wir haben jetzt insgesamt nicht mal 2 Minuten gebraucht, um eine Kampagne zu erstellen. Eine Kampagne, die komplett KI generiert ist, wo die Inhalte KI generiert sind, wo selbst die Betreffzeile noch KI generiert ist. Eine Kampagne, die in mehreren Sprachen abgefasst worden ist, weil ich eben persönlich mit meinen Gästen kommunizieren will. Und all das in einer Zeit, wo das weder eine Marketingagentur noch ein Übersetzer noch irgendeine Form von Mensch schaffen kann, Inhalte zu erstellen. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann. Natürlich ist das nicht der finale Text, den ich verschicke. Natürlich werde ich dem Ganzen noch eine persönliche Note geben, aber zumindest als Ideenfindung, zumindest als Inspirationsquelle, ist künstliche Intelligenz da schon eine sehr, sehr große Hilfe. Anna, vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie kommuniziert ihr denn heute mit euren Gästen und was hat sich denn da vielleicht in den letzten Jahren getan? Ja, also was sich getan hat, ist, dass sich viel Kommunikation endlich vom Telefon zum Schriftlichen verlagert hat. Wir haben einen Chatbot, der hat richtig viele Anfragen und das ist wirklich wachsend. Ich sehe das immer in der Auswertung, das ist echt cool. Und vor allem, wenn man die KI richtig trainiert, also das ist, ich finde, man muss das ein bisschen wie ein Mitarbeiter sehen. Ich sage ja meinem neuen Mitarbeiter auch nicht, da mach mal, sondern wir haben ein Anleitungsbuch oder irgendwas oder bestimmte Sachen. Und je besser man den trainiert, desto besser ist dann nachher auch die Hilfe. Unser Chatbot zum Beispiel hat 99% der Fragen, die er mittlerweile selber antworten kann. Und alles darüber hinaus kommt dann zum Team und dann hat das Team auch wieder mehr Zeit, die darüber hinaus Antworten eben besser zu beantworten, was so die normale Kommunikation angeht. Dann nutzen wir natürlich auch Newsletter und ich finde, gerade hier merkt man vor allem bei der Abbestellrate, dass der Newsletter immer besser wird. Nicht nur, dass die Inhalte besser werden, dadurch, dass wir eben jetzt KI-Inhalte generieren können, weil witzigerweise kennt der Chatbot mittlerweile unser, also ChatGPT oder so, unseren Schwarzwald ganz gut und gibt da auch echt coole Tipps für, was man so machen kann für die einzelnen Saisonen, was dann wiederum die Gäste ja auch freut, wenn sie nicht selber sich überlegen müssen, was sie in ihrem Urlaub machen können. Und ja, da werden die Inhalte einfach besser. Und vor allem auch können wir gezielter die Inhalte senden. Das ist auch was ich immer wieder merke, weil wir haben gesagt, okay,
wir wollen unsere Gäste eigentlich nicht nerven mit dem Newsletter. Wir wollen die an die schicken, die es auch wirklich interessiert. Und das ist händisch natürlich ein bisschen schwierig zu managen. Und da sind wir wirklich froh, dass wir ein Tool haben wie Smart Host, wo die Gäste einfach klassifiziert und sagt, hey, der Gast interessiert sich jetzt gerade für die Saison. Und dann schicke ich dem zum Beispiel, jetzt letzte Woche haben wir unseren Herbst-Newsletter geschickt. Und da sind dann Herbstinhalte drin, eben vielleicht Rezepte oder eben Ausflugstipps im Herbst. Und so wird der Newsletter halt einfach auch zu Mehrwert für die Gäste und wir bekommen da auch echt positives Feedback. Und dann ist es so eine Win-Win-Situation. Klar wollen wir was verkaufen, wir wollen Übernachtung fürs Hotel generieren, aber trotzdem wollen wir die Gäste so behandeln, dass sie sich eben, ja, dass es auch ein Mehrwert für die Gäste ist. Und da ist mit KI natürlich einiges gegangen, was die Kommunikation angeht, vor allem auch von der Schnelle, von der Geschwindigkeit, wie schnell man sowas erstellen kann. Sehr cool, danke für die Ausführung. Matthias, was können wir uns denn als nächstes von KI im Revenue Management Bereich erwarten? Wohin glaubst du, geht die Reise? Da wird sich in den nächsten Jahren ganz, ganz viel tun, was man vielleicht mitgeben kann, woran wir unter anderem aktuell arbeiten bei Rateboard. Das geht in die Richtung, wir nennen es intern der digitalisierte Berater oder der KI-Consultant, weil Rateboard natürlich ganz, ganz viele Daten verarbeitet, wie wir zuvor gesehen haben. Also Daten von PMS, Daten von Konkurrenz, Wetterdaten, Ferienzeiten, Reputation. Und wir möchten im Prinzip dem Hotelier dabei helfen, Marktanomalien oder Anomalien im Betrieb vorzeitig zu erkennen und da auch intelligente Tipps zu geben. Und da sind wir dran im Prinzip und überlegen gerade, wie kann man hier dem Hotelier im Prinzip Zeit ersparen bei Datenanalysen und konkretes Beispiel. Wir möchten dann im Prinzip, dass KI wirklich intelligente Satzstellungen aufbereitet für die Hoteliers und diese Daten im Prinzip bewertet und bei Anomalien den Betrieb darauf hinweist. Ein Beispiel, Achtung, deine Aufenthaltsdauer im Zeitraum 2. Juniwoche beträgt 5 Nächte. Deine Konkurrenten liegen alle bei 3 Nächten. Die Suchanfragen sind zu wenig, sodass du mit 5 Nächten eine optimale Auslastung erzielst. Wir empfehlen im ersten Schritt auf 3 Nächte zu reduzieren und dann die Lage bei besserer Auslastung nochmals im Prinzip zu bewerten. Das wäre jetzt ein Beispiel. Weil wir einfach so viele Daten verarbeiten und wirklich im Prinzip vorzeitig gute Tipps geben möchten. Also das ist sicherlich einer der nächsten Schritte oder ein bisschen Zukunftsmusik im Revenue Management. Matthias, eine Frage. Geht es so weit, dass ihr dann auch Restriktionen und so weiter steuern könnt? Weil jetzt im Moment steuert ihr ja quasi nur die Preise. Aber gerade Restriktionen ist natürlich, je mehr man hat, desto unübersichtlicher wird das. Geht es in die Richtung, dass man da auch als Hotelier quasi Abhilfe bekommt? Ganz, ganz gute Frage. Also wir sind da bereits dran. Wir haben aktuell mit ungefähr 40% unserer PMS bereits die Möglichkeit, Restriktionen zu senden und möchten in den nächsten Monaten das erweitern, dass wir fast mit allen wichtigen Systemen, wo wir Schnittstellen haben, eben auch Restriktionen senden können, weil das wird dann ganz spannend für dieses Projekt. Sehr cool, ja. Und wenn ich da mal anschließen darf, was wird denn KI im CRM-Bereich als nächstes bringen? KI wird es uns ermöglicht machen, Hyperpersonalisierung zu betreiben. Wenn wir uns einmal vorstellen, wie wurde denn Hotelkommunikation vor 10 Jahren verschickt? Da wurde einfach jeder Gast mit demselben 0815-Inhalt bespielt. Das war die Regel, alles andere wäre zu aufwendig gewesen. Der aktuelle Stand schaut so aus, dass ich zielgruppengerecht kommuniziere. Das heißt, wenn ich zum Beispiel für den Herbst jetzt etwas machen möchte, dass ich dann zum Beispiel
auf Kurzfristbucher eingehe, die eine Saisonspräferenz für Herbst haben, vielleicht noch einmal speziell auf Familien eingehe, damit ich einfach möglichst homogene Zielgruppen habe. Aber selbst diese homogenen Zielgruppen sind unterm Strich immer noch verschiedene Individuen. Und der nächste Schritt im CRM-Bereich wird Hyperpersonalisierung sein. Das heißt, ich habe eine homogene Zielgruppe mit einem vielleicht global gültigen Inhalt für diese Zielgruppe. Ich nutze aber zusätzlich Daten, die ich über jeden einzelnen Gast habe, um den Inhalt dieser Kommunikation auf den jeweiligen Empfänger anzupassen. Beispiel, heute bin ich als Julian mit Frau und Tochter Teil meiner Herbstempfängergruppe. Ich würde von euch, Anna, eine Kommunikation bekommen, Herbst am Titisee, Herbst im Schwarzwald mit einem Familienangebot. Hyperpersonalisierung, der nächste Schritt, der würde bedeuten, dass mein CRM-System den Inhalt dieser Herbstkommunikation so auf den jeweiligen Empfänger anpasst, dass in dem Inhalt, der zu mir geschickt wird, dann drin steht: Lieber Julian, komm im Herbst zu uns. Und für deine Tochter Valentina findest du unseren Familienspielplatz und kannst dieses oder jenes machen. Und der Clou daran ist dann, dass jeder einzelne Gast einen verschiedenen Inhalt bekommen wird, der automatisch von KI personalisiert wird aufgrund der Datengrundlage, die in einem Haus über einen entsprechenden Gast vorliegt. Und das ist das, was man unter Hyperpersonalisierung versteht, wirklich nicht nur zielgruppengerecht, sondern tatsächlich empfängergerechte Kommunikation, sodass jeder Gast einen für sich relevanten, einen auf ihn abgestimmten Inhalt bekommt. Anna, wir haben jetzt einen Ausblick gegeben, an was wir arbeiten, was wir als Technologieanbieter für neue Use Cases für KI vor Augen haben. Erzähl du uns aber mal, was würdest du dir denn erhoffen, dass KI für euch macht? Ja, also ich glaube, die Wunschliste ist lang, aber mit Hyperpersonalisierung geht das, denke ich, schon in eine Richtung, wie wir das auch brauchen, weil wir merken, dass auch jeder Gast möchte nicht gleich behandelt werden. Es gibt unterschiedliche Gästetypen. Jeder Gast bei uns sucht was anderes in seinem Urlaub. Und wenn man da natürlich explizit drauf eingehen kann, dann ist das doch ein richtig guter also eine richtig gute Arbeitserleichterung. Also ja, was ich mir wünschen würde, ist, dass sich das Ganze einfach in der Technik so ausbreitet, dass es einfach ist zu bedienen, dass es nicht so fehleranfällig ist, dass es für jeden Hotelier was ist. Weil jetzt haben wir viele Tools, die sind teilweise ein bisschen komplizierter und man muss doch technisch auch ein Verständnis haben dafür, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum die KI in der Hotellerie zwar schon angekommen ist, aber doch noch nicht so weit verbreitet ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Tools, die es gibt in der Zukunft, auch so sind, dass sie einfach zu bedienen sind von einem Hotelier, der nicht täglich in der Tech-Branche arbeitet, so wie ihr zwei, oder sich eben tiefer mit dem Thema befasst. Und ja, ich glaube, da gibt es richtig viele Sachen, die die Arbeit noch weiter erleichtern können, sodass wir am Ende bei uns im Hotel noch mehr Zeit für den Gast haben. Und das ist quasi das Ziel. Also mein persönliches Ziel bei uns an der Rezeption ist, dass wir weniger administrative Sachen haben, wie eben Daten einfach stupide in den Computer einzugeben. Die Daten braucht es, klar, sonst funktioniert ein CRM nicht, sonst funktioniert ein Revenue Management nicht, weil die Daten sind die Basis. Aber die sollten weitestgehend automatisch ins System kommen, sodass die Mitarbeiter vor Ort wirklich Zeit haben für die Gäste, wirklich Zeit haben, sich um den Gast individuell zu kümmern, weil alles andere quasi schon direkt automatisch über eine E-Mail-Kampagne, über einen anderen Kanal, den Gast bevorzugt, wie WhatsApp oder so, einfach passiert. Und ja, das ist so mein Wunsch, weniger Administratives, mehr Zeit für den Gast. Ein schönes Schlusswort für diese Runde. Damit übergebe ich nochmal zurück an Mara. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen aus dem Publikum. Genau, da sind nämlich auch schon die Ersten. Die erste geht an Anna.
Liebe Frau Wiesler, ich nehme an, Sie sind von Saisonzeiten auf Dynamic Pricing umgestiegen. Wie aggressiv sind Sie im ersten Schritt mit den Preisen prozentual circa rauf und runter gegangen, beziehungsweise was waren die Grenzwerte? Besonders interessiert mich der erwähnte Fakt, dass Saisonspitzen ausgeglichen werden konnten. Also wir haben angefangen eben in der Saiger Höhe mit dem Pricing und dort war es so, dass wir unsere Saisonzeiten quasi über das Revenue Management Tool steuern lassen haben. Das heißt, wir hatten trotzdem unsere Saisonzeiten, haben nochmal eine höhere Saison draufgepackt und eine niedrigere Saison drunter. Also statt 3 gab es dann 5. Und haben quasi im ersten Schritt einfach die Saisonzeiten nicht mehr selber festgelegt, sondern das über das Revenue Management Tool machen lassen. Das war eigentlich ein ganz guter Einstieg. Und dann haben wir natürlich angefangen, die Spitzen so auszugleichen, dass wir uns dann ein bisschen mehr getraut haben und hier und da den Preis dann auch ja, angepasst haben, dass wir in die höhere Barrate, nennt man das, gegangen sind oder noch eine darüber. Und so, man muss sich da ein bisschen rantasten, würde ich sagen, weil wir haben auch viele Stammgäste und es ist halt so, der Preis ist nachher das Aushängeschild und gerade Preis-Leistung ist was, was in der Ferienhotellerie ganz, ganz wichtig ist, weil ja die Gäste nicht nur das Zimmer zahlen, sondern vielleicht die Halbpension mit dabei haben oder ein Arrangement noch haben mit den Massagen. Und das muss auf der einen Seite vom natürlich Wirtschaftlichen passen, auf der anderen Seite darf es aber auch nicht zu viel sein, weil der Gast sonst ein ungutes Gefühl bekommt. Und in dieser Range muss man sich eben ein bisschen auspendeln. Und ja, da muss man einfach Erfahrungen sammeln. Auch wenn das Revenue Management Tool da schon ganz, ganz viel abnimmt, muss man trotzdem hellhörig bleiben, auch was von den Gästen so zurückkommt. Da anschließend haben wir dann auch noch eine Frage von Paul, der schreibt: Hallo Anna, schöner Beitrag zur Ferienhotellerie. Kannst du als Zusatz zu Sebastians Frage noch auf Folgendes eingehen? Wie seid ihr mit Beschwerden von zum Beispiel Stammgästen oder auch älterem Publikum umgegangen, die eure Preisumstellungen zu tagesaktuellen Preisen überhaupt nicht verstehen und sich beschweren? Ja, mit teilweise Mitgefühl. und ja, es wandelt sich halt. Es wandelt sich ja überall. Also ich meine, wir haben nicht nur im Hotel jetzt Mietpreise, wir bei der bei den Flugzeugen kennt man das ja ganz, ganz lange. Und ich glaube, was bei uns auch hilft, ist, dass bei uns in der Region auch einige Ausflugsziele angefangen haben mit Yield Management. Zum Beispiel haben wir eine große Therme im Ort in Titisee, die ist Badeparadies. Und auch da schwanken die Preise. Und das hilft natürlich Stück für Stück, dass die auch Älteren oder andere Gäste, die das nicht ganz so gut verstehen, da dann auch ja, ein bisschen mehr Verständnis dafür haben. Was wir auch gemerkt haben, ist, wir waren recht zögerlich mit Rabatten, weil wir hatten halt einfach eine Preisliste, wo wir die Preise haben. Und ja, so irgendwie Rabatte da drauf war ein bisschen schwierig, weil die Preise ja nach den Saisonzeiten früher genauso kalkuliert waren, dass sich das am Ende ausgeht. Aber dadurch, dass wir jetzt ein bisschen flexibler sind und vom Umsatz doch in dem Hotel ein bisschen hochgekommen sind, konnten wir halt auch mit Rabatten drauf reagieren. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Stammgast-Rabattcode eingeben, der bis Buchung bis einen Monat vorher oder 2 Monate vorher oder so gilt. Und das ist dann auch wieder ein Goodie, weil die Stammgäste auf der einen Seite verstehen sie es nicht mit dem Yield Management, auf der anderen Seite wollen sie aber auch eine gewisse Sonderbehandlung. Ist ja auch verständlich, wenn man schon jahrelang in das Hotel kommt. Und da kann man ein bisschen dagegen steuern. Auch zum Beispiel mit einem Loyalty-Programm, wo man einfach Punkte sammeln kann oder so, das, und darüber dann auch wieder Leistungen frei bekommt oder einen Rabatt oder so. Das waren Möglichkeiten, wie wir in dem Hotel dann einfach darauf reagiert hatten und das, denke ich, ganz gut so geregelt haben. Danke. Auch Paul bedankt sich für die Top-Antwort. Julia, Matthias, jetzt hier noch vielleicht eine Frage an euch. Wie sieht das denn aus mit den Unterschieden da zwischen Ferien und Stadthotellerie? Muss man da auf irgendwas achten? Ja, danke Mara. Vielleicht von Revenue Management Perspektive ganz kurz. Ferienhotellerie ist, glaube ich, einfach deutlich emotionaler für den Gast, ist für die Familie das Highlight des Jahres.
Und da spielen viele Emotionen mit ein. Da muss einfach alles passen und man muss das Thema Revenue Management natürlich ganz anders angehen, wie in der Stadthotellerie mit 200 Zimmern in der Nähe von der Messe, wo ich einfach Hauptgrund im Prinzip bei Stadthotelbuchungen ganz oft nur aufgrund des Standortes buche, wie nahe ist das Hotel zum Kongress, wo ich hin muss, oder wie nahe ist das Hotel zum Zentrum, hat ganz eine andere Dynamik, ist viel vergleichbarer. Hingegen in der Ferienhotellerie, wie gesagt, da sind Pakete mit dabei, da sind Ferienzeiten ganz wichtig zu betrachten. Und da muss man halt gesondert reingehen und das ist unser Fokus. Also aus Revenue Management Perspektive würde ich so zusammenfassen. Ganz eine andere Liga, ganz eine andere Branche. Wenn ich da mich anschließen darf, ist natürlich schwer, pauschale Aussagen zu treffen, denn auch in der Stadt gibt es ja individuelle Hotels, Boutique-Hotels mit sehr viel Charakter, wo der Gast speziell bucht, um in diesem Hotel einen Aufenthalt zu haben. Ich würde sagen, auf einer ganz globalen Ebene liegt der primäre Fokus in der Ferienhotellerie, was Kommunikation anbelangt, vor allem in der Individualisierung, während im Stadthotelleriebereich der primäre Fokus vor allem auf der Automatisierung liegt. Das ist vielleicht aus einer CRM-Sicht eine kurze Zusammenfassung, wo denn sich die beiden Hotelleriebereiche voneinander unterscheiden. Dankeschön. Dann haben wir noch eine Frage von Stefan Jäger. Welche Vorarbeit in der Bereitstellung von möglichst sauberen und vollständigen Daten ist nötig, um zielgerechte Aktionen, zum Beispiel Newsletter, überhaupt erstellen zu können? Und ist dafür auch mehr Kapazität an der Rezeption nötig oder lässt sich gerade das vermeiden? Sehr gute Frage. Nicht ganz einfach zu beantworten. Grundsätzlich gilt, je mehr Daten ich habe, desto besser und je sauberer, also je qualitativer meine Daten sind, desto besser. In der Hotellerie haben wir im Vergleich zu anderen Branchen einen großen Vorteil, nämlich das leidige Meldewesen zwingt uns schon seit Jahren und Jahrzehnten dazu, Daten relativ sauber zu erfassen. Da können andere Branchen nur davon träumen. Und das liegt wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders des Meldewesens, aber einer der Nebeneffekte davon ist, dass wir meist recht gute Daten haben, um starten zu können. Extra Kapazität an der Rezeption lässt sich in aller Regel vermeiden. Normalerweise wird zur Implementierung von einem CRM-System eine gewisse Form von Datenreinigung betrieben. Gerade auch, wenn es zum Beispiel um das Thema PMS-Wechsel und Datenverlust beim PMS-Wechsel geht, kann ein CRM da sehr, 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 sehr stark unterstützen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die allermeisten Hotels haben Daten in einer Qualität bereits vorliegen, die ausreichend ist, um zumindest mit individueller Kommunikation zu starten. Extra Arbeiten sind nicht nötig, weil eben KI-gestützte Prozesse auf Seiten des CRM-Anbieters helfen, aufzuräumen. Danke. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die ihr vielleicht alle irgendwie beantworten könnt. Welche ersten Schritte empfehlen Sie einem Hotelier, der gerade erst beginnt, sich mit KI-Technologien auseinanderzusetzen? Anna, hast du da vielleicht Beispiele aus der Praxis? Ja, also ich würde mir Gedanken machen, wo ich genau KI einsetzen möchte, weil es gibt super viele Sachen jetzt. Also allein jetzt hier heute haben wir ja schon so viele Einsatzpunkte gesehen. Und wichtig ist da, denke ich, Schritt für Schritt vorzugehen. Also sich einfach einen Themenbereich überlegen. Vielleicht ist es der, wo es gerade brennt, weil ein Mitarbeiter zu wenig da ist oder wo der Need von den Gästen gerade hoch ist.
Und dann sollte man sich eben einen Bereich aussuchen und dort einfach schauen, was für Lösungsansätze es gibt. Also mittlerweile gibt es ja echt eine Flut an digitalen Tools mit und ohne KI. Und da ist es schon ziemlich schwierig, als Hotelier da den richtigen, das richtige Tool zu finden. Und deswegen sollte man sich da genau Zeit nehmen, sich die einzelnen Sachen anzuschauen und vor allem auch mit anderen Hoteliers sprechen. Das ist so mein großer Tipp, weil ich glaube, wir saßen alle schon in irgendwelchen Sales-Terminen und dann wurde das Blaue vom Himmel versprochen. Und wenn man dann so in die Integration geht von dem Tool oder dann nachher im Live-Gang ist und man merkt, hey, das, was ich mir vorgestellt habe, das funktioniert ja gar nicht so. Ich habe irgendwie gedacht, das Tool macht was ganz anderes oder das Feature war voll wichtig für mich. Jetzt funktioniert es gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist natürlich dann blöd, wenn das erst auffällt, nachdem man den Vertrag unterschrieben hat und dann live ist mit dem Tool. Deswegen, wie gesagt, sprecht miteinander. Also ich glaube, als Hotelier, wenn mich jemand fragt oder auch wenn ich andere frage, die meisten geben da immer gerne eine ehrliche Antwort auch. Und das ist, denke ich, so der wichtigste Tipp, dass man sich da auch miteinander austauscht, um dann nachher auch happy zu sein. Weil nur wenn das Tool gut funktioniert, dann kann es auch eine Arbeitserleichterung sein. Schließe mich da gerne bei Anna an. Also zusammenfassend, was wir unseren, ich sage mal, Kontakten mitgeben: Schaut euch, bevor ihr startet, ganz genau eure aktuelle Systemlandschaft an. Was möchtet ihr mittelfristig eventuell daran ändern? Und wie sind die Integrationen mit verschiedenen Tools abbildbar? Fragt dann gerne bei Anbietern wie Smart Host, wie Rateboard nach. Du habt ihr eventuell eine Referenz, mit der ich sprechen kann, die genau dieses Hotelprogramm und diesen Channel Manager zum Beispiel nutzt. Macht ein Telefonat, geht eure Bedenken durch mit einem Live-Kunden, weil dann habt ihr im Prinzip genau euren Use Case dargestellt und könnt beruhigt starten. Und vor dem Start würde ich mir einfach überlegen, wie Anna meinte, es gibt mittlerweile Dutzende Tools für alle Anwendungsfälle. Ich würde so vorgehen, auf der einen Seite, wo habe ich am wenigsten Zeit oder wo glaube ich aktuell sehr viel Zeit zu verlieren? Sind das zum Beispiel Preisentscheidungen oder ist das eben die Kommunikation? Und wo sehe ich langfristig einfach große mögliche Profit- und Gewinnsteigerungen für den Betrieb beim Einsatz vom Tool? Und dann würde ich priorisieren und Schritt für Schritt die Digitalisierung vorantreiben im Betrieb. Genau, wenn ich da auch noch etwas hinzufügen darf. Ich glaube, als Ärztin würde ich mich immer fragen, was will ich denn eigentlich erreichen? Und mir dann anschauen, welche Tools mich dabei unterstützen können. KI darf kein Selbstzweck sein. Es ist natürlich cool, wenn ich sagen kann, abends meinen Kumpeln, ja, ich habe ein neues KI-System eingeführt, aber der Sinn und Zweck sollte eigentlich sein, dass es mir dabei hilft, ein konkretes Problem, eine konkrete Herausforderung zu lösen. Deshalb zuerst definieren, was will ich denn eigentlich gerne haben, dann schauen, was es am Markt für Angebote gibt. Wie Anna und Matthias meinten, mit möglichst vielen Kollegen sprechen, die geben in aller Regel sehr gerne Auskunft und sehr gute Auskunft. Und vielleicht als letzten Punkt auch mal auf unabhängigen Review-Plattformen nachschauen, wie denn die Reputation der Tools ist, Hoteltech Report etc. Da habe ich dann einfach nochmal zusätzlich zu Referenzen, die ein Anbieter rausgibt, die natürlich niemals schlecht über das jeweilige Tool sprechen werden, habe ich auch einfach nochmal einen sehr objektiven Blick auf das jeweilige Thema. Ja, einen Tipp hätte ich tatsächlich noch zum Schluss. Und zwar die Mitarbeiter nicht zu vergessen, weil super viele Tools, die wir einführen, sind nachher eine Unterstützung für das Team. Und die wenigsten, die ich eingeführt habe bei uns, mit denen arbeite ich selber, sondern das sind immer meine Mitarbeitenden, die damit arbeiten. Und deswegen sollte man die im Entscheidungsprozess eigentlich schon mit einbinden, weil es wäre nachher nicht cool, wenn es irgendein Tool ist, was keiner versteht oder keiner benutzen will, weil dann ist der Sinn und Zweck davon auch ein bisschen entfehlt. Deswegen auch an der Stelle, wenn das Tool nicht das ist, mit dem ihr nachher alleine arbeitet, sondern jemand anders, dann bezieht die doch bitte in den Entscheidungsprozess mit ein. Sehr schön. Das waren, glaube ich, alles super gute Tipps. Vielen lieben Dank.
und noch einen wunderschönen Tag.